zu diesem ersten und besonderen dressurbetonten Bild unter dem Sattel. Wir sehen, nachdem wir ihn gerade schon in ersten Eindrücken draußen hier vor der malerischen Kulisse gesehen haben, den weißgeborenen S. Green White. Von Escamillo aus der Frida Gold, vom Florenzio 1, Relevant, Cordeur und Landardil. Bei der Zuchtgemeinschaft Salmann und Schmitz in Blekede geboren, im Besitz der ukrainischen Kalthorses. Ja, und hier auch unter Svea Groß, die ihn jetzt regelmäßig reitet. Und ich glaube, ein wunderschön harmonisches Bild schon für so einen Dreijährigen, was er hier macht. Wie gesagt, weiß geboren bedeutet ja in diesem Fall, dass er das White Spotting Gen trägt und zu 50% ganz besondere Pferde macht, von sicherlich gescheckten Pferden bis hin zu Weißgeborenen. Das wird man sehen. Aber es ist, wie gesagt, eine ganz besondere Farbnuance, auch in der Zucht. Und wir sind gespannt, wie sich das am Ende vererben wird. Ja, zu 50% ist etwas Besonderes zu erwarten. Und etwas Besonderes, das ist auch dieser jetzt schon so bedeutende S. Green White, auch genetisch. Sein Vater Escamillo, der Sohn des Escolar. Wir sehen einen Urenkel des eben hier als Neuzugang angekündigten Estobar. Und dieser Escamillo war Jungpferde-Weltmeister der Sechsjährigen im vergangenen Jahr in Verden, stellte einen überragenden ersten Chörjahrgang auf allen Plätzen deutschlandweit. Und hier eben kombiniert mit der Frida Gold, Tochter des Doppeljungpferde-Weltmeisters Florenzio. Dann kommt Lisa Wilcox, Grand Prix Seriensieger Relevant. Und aus der Mutter Frida Gold ging in Anpaarung an Di Macchio. Das ist auch besonders wertvoll und hervorzuheben, ja auch schon ein Domery S hervor, der aktuell als Siebenjähriger im vergangenen Jahr mehrfach in Dressurprüfung der Klasse S vorne platziert war. Schon auf der Körung war er natürlich in aller Munde, dieses Pferd. Und ich denke, dass es wirklich eine sehr interessante Blutführung ist, wie Christoph eben schon ausgeführt hat. Man darf immer nicht vergessen, dass wir gerade auch im Dressurbereich uns immer mehr differenzieren wollen. Und da sind immer mehr bunte Pferde bzw. außergewöhnliche Pferde, auch in der Farbgebung. Und hier natürlich gepaart mit diesem Bewegungsablauf und dem gesamten Pedigree bringt dies natürlich da nochmal richtig viel Schwung rein. Und wir denken, dass das gerade auch in der deutschen Pferdezucht durchaus Potenzial hat. Und auch hier dann gleich in der Schrittstudie vom Fleck weg überzeugend. Scheint auch wirklich ein überragendes Interieur zu haben, dieser S. Green White. Das hat er auf jeden Fall. Und man sieht, glaube ich, das Lächeln bei Svea im Gesicht. Die sagt sich auch, lange nicht so ein gutes Pferd geritten. Vor allen Dingen, weil er so artig ist. Und Svea, vielleicht trabst du noch mal eine Runde und dann verlassen wir hier die Bahn. Ich denke, das sollten wir unseren Zuschauern noch mal mitgeben. S. Green White. Svea, du hast auch uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und dann lässt sie ihn noch einmal für uns hier aufparadieren. Mit viel Mechanik jetzt schon, 3 Jahre jung. Der dominant weiß geborene Sohn des Escamillo, S. Green White.